Willkommen zu einer neuen Folge Yps Ultimate Epic Battle Simulator. Jo, wir haben jetzt hier eigentlich 250 US-Soldaten und 250 gigantische Orks. Aber ich schätze mal, das Gebäude hat hier einige verschluckt. Deshalb sind es insgesamt nur 303. Okay. Mal gucken. So, die halten die Stellung. Und wer greift an? Da sind sie. Die krassen Angreifer. Chuck Norris und der Goldene Ritter. Gegen den Rest der Welt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich die Kameraposition erstmal einnehmen. Okay. Die stehen da oben. Wird ein lustiges Game, glaube ich. Wir starten einfach mal. Und los geht's. So. Wo sind sie? Hallo? Ah, da unten kommen sie. Chuck Norris vor dem Goldenen Ritter. Die gigantischen Orks und die Soldier sind in lauer Stellung und verteidigen nur. Jetzt geht's gleich los. So, Chuck Norris ist bei den ersten Orks. Die wird er natürlich einfach mal so wegknüppeln. Sind aber hier auch irgendwie cool aufgeteilt. Interessant wird es ja, wenn die US-Soldier ins Spiel kommen. Jetzt die paar Orks, das ist erstmal so, ja, Aufwärmtraining. Wo ist der Goldene Ritter? Hallo? Wie jetzt? Der ist tot? Das ist ein Hero. Ja, der hat ja nichts ausgehalten. Okay. Jo, dann macht Chuck Norris den Rest halt alleine platt. Bin ich mal gespannt, wie viel hat er? Ich bin jetzt nicht wirklich in den Reihen. Chuck Norris, lauf, Chucky, lauf! Die Treppen hoch, da oben warten die US-Soldaten auf dich. Sie schießen schon wie verrückt auf die Treppe, aber Chuck Norris ist da kugelfest. Das sind schon so ein paar Gewehre gegen Chuck Norris. Aber er zieht schon eine fette Blutspur hinter sich her. Aber, ja, der räumt die mal eben schnell alle beiseite. Zack, zack, hier, Ohrfeige da, Ohrfeige dort. Und schon fallen sie ein. Ist ja krass. Ja, okay. Ein Schlag und fünfmal fallen um. Jetzt mach ich mal da hinten erstmal eine sauber. So, Ohrfeige, bumm. Ja, lass die mal schießen. Jetzt schnappe ich mir schon wieder ein paar Ogre. Chuck Norris. Missing in action.
Ja, er wird jetzt wohl den Rest killen. Aber wieso ist der goldene Ritter, wenn der ein Hero war? Dann hat er ja nichts ausgehalten. Team gesetzt, dass Chuck Norris den goldenen Ritter gleich gekillt hat. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Chuck, Chuck, zwei links, zwei rechts. Was wollt ihr mit euren komischen Keulen? Zack, so. Ach, da schießen noch ein paar. Jetzt kümmerst du dich erstmal um die oder was? So, okay, die US-Soldaten sind Geschichte, jetzt sind noch 82 Uhr übrig. Wie viel denn hat er noch? Ich will jetzt nicht da wirklich in den Reihen und da irgendwelche Kacke bauen. Ich möchte das nicht versauen. Was steht hier hinten? Ne, die kommen da nicht durch, okay. Oh, da hier noch ein anderes Blatt. Chuck Norris. Bom, bom. Jetzt muss er raus. Der Rest von denen steht ja... Ach nee, jetzt drück auf der Seite immer noch ein paar. Sorry. Mach die erst noch platt, bevor du rausgehst. Gut, können wir noch ein bisschen spannender positionieren und dann... Vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen anders. Aber ist schon erstmal witzig. Chucky haut sie alle weg. Chuck Norris, die Mörderpuppe. Das wird schon wieder so eine... Kleinen Lachkrampf. Folge, ja. So. Er springt über die Klippen. Oder? Ja, sag ich doch. Und die Ohren sind ein bisschen kurzsichtig. Von hinten geht's ran. Zack, einer nach der anderen wird umgedreht und fertig gemacht. Ich bin ja echt mal gespannt, wie viel Leben der am Schluss noch hat. Gut, hier ist natürlich ein leichtes Ding. Es kann immer bloß einer oder zwei angreifen. Wahrscheinlich, ja, zwei. Das wird jetzt also mit Leichtigkeit wegkicken. So, so noch 49. Gigantische Ogre, 48. Ne, die sind im selben Team gewesen. Wieso ist der goldene Ritter so... Strom, das verstehe ich jetzt nicht. Hält der nichts aus oder was? Das muss ich mal testen dann irgendwann. Aber jetzt lassen wir erstmal schnell Chuck Norris hier den Rest säubern. Jetzt gucken wir uns dann von vorne an. Bei Vollmond. Chuck Norris kämpft immer am besten bei Vollmond. So, das ist noch ein Ogre und dann sind es noch die paar davon.
Aber jetzt könnten wir vielleicht dann in der E-Nodes bei mir angreifen? Nee, auch nicht wirklich. Die stehen alle nicht so gut. Gut, da sind ein paar Dreier rein. Aber. Chuck Norris. Da schlägt er sich durch. Einen gigantischen Orgel nach den anderen. Macht er platt. Hier ein Kick und da ein Kick und tschüss, so ist wieder weg. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Gut, wie ist aber blöd positioniert? Das haben wir eigentlich so an die 200 Einheiten gefehlt, aber dafür war, wie gesagt, der Goldene Ritter ja rucki-zucki weg. Das ist wahrscheinlich kein echt Goldener Ritter. Also wahrscheinlich nur ein vergoldeter Ritter, der nicht so viel aushält. Aber dafür hat der neue Chuck Norris. Die 12 kriegt er auch noch hin. Obwohl die anderen stehen jetzt. Na, mal gucken. Aber der kloppt die platt. So. Er wäre nicht Chuck Norris. Wenn diese simple Aufgabe nicht einfach so zu erledigen wäre. Also eben 300 Einheiten wegkillen. Das ist doch Frühsport. Da brauchen wir doch nichts dazu. Oh, zwei links, zwei rechts und just weg sind sie. So, der eine noch. Alle tot. Und wie viel Leben hat jetzt Chuck Norris noch? Alter! Der hat ja fast noch volles Leben. Das ist völlig Banane. Das ist völlig Banane. Da kannst du ja 20.000 Uhr sagen. Okay. Wir werden es beim nächsten Mal eben noch ein bisschen schwieriger machen. Und mal gucken, vielleicht stellen wir noch einen anderen beiseite. Dann werden wir mal so richtig viele Einheiten rausholen. Aber das, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich sag mal Tschüssikowski.